Servus Leute, wie immer schön natürlich, dass ihr auf meinem Kanal unterwegs seid, auch heute und zwar bei einem etwas anderen Video. Wir schauen uns heute mal gemeinsam ein Quiz an. Ist schon ein bisschen älter das Video vom VfL Wolfsburg. Die Spieler kriegen Fragen gestellt, duellieren sich so ein bisschen gegenseitig. Ich schaue mal, ob ich ein bisschen mithalten kann. Alles werde ich natürlich nicht wissen. Und natürlich, ich habe das Video vorher nicht angeschaut, weil sonst würde das ganze Quiz ja keinen Sinn machen. Ich schaue es mir jetzt zum ersten Mal an. Ich habe nur den Titel vom Video gelesen und dachte mir, okay, da mal ein kurzes Video zu machen, ja, dient doch echte Unterhaltung. Wenn ihr Bock habt, auch ein paar Fragen zu beantworten, bleibt natürlich dran. Wir schauen uns das Video gemeinsam an und ja, ich schaue mal, ob ich ein bisschen was weiß, ne? Also rein ins Video. Okay, let's go. In welchem Jahr gewannen die Wölfinnen die UEFA Women's Champions League zuletzt? Ich müsste lügen, aber ich meine, es war 2014. Ja, 2014. 2014. 2014. Jawohl. Perfekt. Wo fand das bisher einmalige Finalturnier der UWCL 2020 statt? Oh, da haben sie mich erwischt. Oh, kann es gar nicht genau sagen. Boah, ich bin überfragt. Nee, weiß ich nicht. Weißt du ja. Nee, es war letztes Jahr. Wo war das? Achso, wir waren. Wir waren in Spanien. Ja und? Aber du weißt es doch auch. Ja, aber du kannst es doch sagen. Ist jetzt die Stadt oder nur in das Land Spanien? Reicht doch. Spanien reicht? Boah, echt Wir Spanien? waren kurz Spanien. Okay, gut. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Unter welchem Trainer gewannen die Wölfin zweimal die Champions League? Das war Ralf Kellermann. Kellermann? Ralf Kellermann! Jawohl. 3-3. Wer ist Rekordsieger der UEFA Women's Champions League? Das sollte Lyon sein. Ich tippe auf Lyon. Warum sagt sie es nicht? Es wird wohl Olympique Lyon sein, sonst gibt es keine. Natürlich. Claro. Wie hieß der Vorgängerwettbewerb der UWCL? Keine Ahnung, keine Ahnung. Der Vorgängerwettbewerb. Also bei den Männern ist es auf jeden Fall Pokal der Landesmeister. Bei den Frauen keine Ahnung. Oh Mann, ey, kennt ihr das, wenn man was auf dem. Auf der Zunge liegt. Oh, also das kann jetzt auch nicht sein. Ich gehe mal kurz ins Bett. Ja, also da habe ich noch nicht gelebt. Nein, Nein, doch. Doch, da hieß, da hat doch Duisburg so oft gewonnen. Ja. Duisburg hat da ganz oft gewonnen. Okay, Ja, wir ist können nicht mehr richtig, früher, gewinnen. das stimmt. Ja. Wir kommen gleich nochmal zurück. Dann kommt's Aus bestimmt. raus und dann die Antwort. UEFA Cup. Nee. Das darfst du machen. Du hast ihn ja schließlich gewonnen. UEFA Women's Cup. UEFA Women's Cup, okay, ja gut. Welche deutsche Mannschaft war der letzte Sieger des UEFA Women's Cup? Da würde ich sagen, weil nach Duisburg war, glaube ich, Turbine Potsdam relativ gut mit dabei. Ich würde sagen, ja, Turbine Potsdam. War doch Duisburg dann, oder? Ja, Frankfurt auch. Obwohl, oh, Frankfurt, stimmt, Frankfurt hat 2015 war auch noch. gewonnen. Das Der FC kann, ja, Frankfurt. das kann sein. Ja, danach wurde doch gewechselt. UEFA Women's Cup, nicht Champions League. Ja, aber. Ist hier. Das war FCR 2001. Duisburg. Och, Duisburg? Okay. Oh. Im 16. Finale gewannen die Wölfinnen 27 zu 0 bei Pärnu JK. Ach Aus du. welchem baltischen Land kommt Pärnu JK? Können wir eigentlich überspringen? Weiß ich nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Kann ich nicht sagen. Pernu, du hast dich vorbereitet.
Was sagst du? Perlen. Boah. Tallinn. Also Estland. Ich wusste, solche Sachen weiß Almut. Ich wusste es. Ich dachte mir schon, ich finde, in den einfacheren Fragen hält sie sich zurück und dann kommen die wirklichen Fragen, wo keiner so auf dem Schirm hat. Zack, da ist die Antwort. Wer ist Rekordtorschützin der UWCL? Rekordtorschützin. Oh. Hoho. Wer ist das? Ha. Rekordtorschützin. Ja, Martha ist es nicht. Martha ist es, glaube ich, nicht. Müsste eine aktuelle Spielerin sein. Ach komm, ich sage einfach Alex Popp. Ja, das kam irgendwo letztens. Habe ich so gelesen. Ja. Ich glaube, es gibt auch noch Konopolas. Nee. Billy Prinz. Champions League, ne? Nee, gut. Hegerberg, oder? Auch Hegerberg. Hegerberg? Ist das noch Schmittag? Oder Anja überholt? Ja gut, bin ich auf jeden Fall falsch. Keine Ahnung. Mittag oder Hegerberg? Also Mittag war es die ganze Zeit. Ja, das weiß ich. Aber hat Hegerberg sie überholt? Ihr letztes Mal oder nicht? Aber guck mal, die hat die ganze Saison nicht gespielt. Deswegen glaube ich auch. Anja Mittag. Okay. Wie oft standen die Wölfin im Finale der UEFA Women's Champions League? Auf jeden Fall die letzten Male kam das häufiger vor. Sie haben es aber nicht immer gewonnen. Ich sag 5. 5-mal. Ja, 5-mal. Finale? 5-mal? Ich glaube, sie haben es. 13, 14. 3-mal gewonnen, 16, oder? 16. 3 weitere, glaube ich. Ja, 3-mal Silber, 2-mal. Also 5. Ja. 5. Ja, ich wusste es. Welche drei aktuellen Wölfinnen standen beim Erfolg von 2014 in der Startaufstellung? Welche der drei aktuellen Wölfinnen? Also da muss ich auf jeden Fall Almut Schuld, Alex Popp und komm, der dritte muss mir noch einfallen. Almut Schuld, Alex Popp und boah, Mann, dritter Spieler fällt mir nicht ein. Weiß ich nicht. Drei? Na gut, also Poppy. Anna, Poppy, Almut. Ja. Oder? Ja. Anna, Poppy, Almut. Du, ich. Wer ist denn da noch? Anna könnte noch sein. Könnte noch wer sein. Gibt's keine Ahnung. Ja gut, okay. Jo wäre noch aus dem Kader, aber die kann auch nicht. Ja. Anna, Almut und ich. Jo. Wer ist Rekordspieler der UEFA Women's Champions League? Oh. Rekordspieler. Boah. Anja Mittag? Der UWCL. Schwierig. Also, machen wir. Ja, aber ich glaube nicht, dass es Pop ist. Ich glaube nicht. Nee, nicht Pop. Mach. Nee. Was soll man tun? Hegerberg. Ich wäre bei Amandine. Da habe ich auch erst überlegt. Oder so mehr sein. Ja, genau. Ah, stimmt, der Torwart aus Frankreich. Boadie, ja. Die aufgehört hat von Lyon. Die alte, ja. Die alte. Oder vielleicht Les Sommer. Les Sommer hat auch schon einige Spiele. Warten wir mal auf die Antwort. Amandine.
Renault, okay. Aus welchen drei Ländern stammen die bisherigen UWCL-Siegerinnen? Aus welchen drei Ländern? Okay, ich verstehe jetzt aber die Frage nicht ganz. Aus welchen drei Ländern stammen die bisherigen UEFA Women's Champions League Siegerinnen? Gehen die jetzt von Spiel aus? Deutschland, Frankreich, Spanien. Okay, ja gut. Ich habe die Frage falsch verstanden. Deutschland, Frankreich, Spanien. Ich dachte, die sind jetzt von Wolfsburg ausgegangen. Wer die Champions League bereits gewonnen hat, von den Nationen her. Aber ja, wären ja eigentlich drei Deutsche dann. Ja, ja gut. Habe ich falsch verstanden. In welchem Stadion wird in dieser Saison das Finale stattfinden? Also letztes Jahr, weil das Video ist ein Jahr alt. War das England? Was ist eure Antwort? Juventus Turin. Oh, Italien, Juventus, stimmt. Juventus Turin Stadion. Oh ja, stimmt. Ich glaube, das war in Italien. Wenn du es jetzt sagst, dann ärgere ich mich. Das glaube ich auch. Ah. Ich habe schon gebassert, deswegen tickt die Uhr. Also. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, ist egal jetzt. Mach. Dann ratet einfach. Könnte sich lohnen. Ratet. Nein, ich. Ja, ich hätte jetzt auf England getippt, aber gut, ich hab's, war mir jetzt auch nicht sicher. Ja, Turin. Beim ersten Champions League-Erfolg sicherte sich Laura Rus von Limassol die Torjägerinnenkanone. Doch welche Wölfin war mit 8 Treffern vereinsintern die beste Torschützin? Oh, doch welche Wölfin war mit 8 Treffern vereinsintern beim ersten Champions League-Erfolg? Ja, ich gehe ganz klar auf Pop. Komm, sag einfach was. Ja, warte mal kurz. Jetzt weiß ich's. Almut Schuld. Oh nein. Ich hätte jetzt echt das. Okay, sag mal. Ich hab wie? Jeanette Jakapfi. Jakapfi? Nein, Conny Polas. Oh ja. Gut, das Siegerteam Pop und Almut Schuld, ja, hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hätte ganz klar verloren gegen beide, muss man so sagen. Ja, ich wollte einfach mal mein Wissen selber unter Beweis stellen. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet, oder ich hoffe natürlich, ihr habt mehr gewusst als ich. Ich hoffe natürlich, ihr hattet jetzt mit so einem Video auch ein bisschen Unterhaltung. Ich finde es auch mal zur Abwechslung auf was ganz anderes ein Video zu machen auch nicht verkehrt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mich natürlich freuen. Um alles Weitere natürlich nicht mehr zu verpassen auf meinem Kanal, abonniert ihn gerne. Genau, und schaut natürlich regelmäßig vorbei. Bleibt alle gesund, Leute, und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Servus.